Guten Tag bei diesem Besuch im Labor. Ich möchte heute den Weg zu einem GPS-DO mit Einzelkomponenten mit Ihnen aufzeigen. Es geht darum, ein 10 MHz Standard für die Geräte im Labor zu erstellen oder zu haben. Und dazu brauche ich ein GPS, eine Disziplinierung, also eine Synchronisationsleitung und einen Oszillator. Eigentlich sollten wir schon lange nicht mehr GPS, sondern GNSS benötigen. GPS ist eine Unterkategorie von Global Navigation Satellite Systems und Global Position Systems ist eine Unterkategorie. Und mit den heutigen Empfängern hat man schon längstens mehr als nur GPS. Und dann ein Rubidium-Standard, in meinem Fall ist das ein PRS-10, ein ziemlich altes Ding, weil neu sind die sehr, sehr teuer, aber ich habe ein Ding, das wird etwa 20, 21 Jahre alt ist, schön an der Lebensendegrenze dieses Rubidium-Standards. Vielleicht die Basis noch ist bei mir ein U-Blox Lea 5T, also ein älteres Ding. Wichtig ist das T, eben optimiert für Timing. Und nicht N. Ich brauche ja keine Navigation. Was brauchen wir? Oder was möchten wir? Wir möchten am Schluss ein stabil und genaues Signal, respektive eine genaue Frequenz. Ein Rubidium-Standard ist eigentlich ein bisschen überraschend, ist zwar stabil, aber eben nicht genau oder nicht unbedingt genau. Und deshalb brauchen wir eine Vorrichtung oder ein System, das eigentlich dieses Rubidium-Standard auf die genaue Frequenz zieht, damit wir dann eben am Schluss eine stabile und genaue Ausgangsfrequenz von 10 MHz haben. Also die Sollfrequenz haben wir hier, dann gibt es eben genau, aber instabil. Das ist ein GPS, die GPS-DOs sind genau, aber eigentlich instabil. Und gut, ungenau und instabil können wir gar nicht gebrauchen, aber am Schluss brauchen wir etwas Stabiles und Genaues. Wenn man das ein bisschen anschaut, bei einem GPS mit einem Ausgang von einem Clock, also einem Puls per Sekunde, der dann ein GPS-DO, also ein Signal auf das Rubidium, auf den Rubidium-Standard gibt, sieht das dann wie folgt aus. Also kurzfristig, wenn man das anschaut, kurzfristig ist das Freilaufende hier, das Freilaufende Rubidium sofort relativ genau. Langfristig ist ganz klar das GPS immer genauer, immer genauer, immer genauer. Und wenn wir das Rubidium-Standard frei laufen lassen, ohne dass wir es synchronisieren, wird es mit der Zeit ungenauer als das GPS. Also die richtige Lösung ist GPS. Wenn man ein genaues Signal will, braucht man GPS. Wenn man ein genaues und stabiles Signal will, braucht man beides. Und dann macht man eben ein Locked to GPS. Also das heißt, dass ein PPS, ein Puls per Sekunde, speisen wir beim Rubidium ein und dann haben wir ein super langfristig, hier zum Beispiel 100.000 Sekunden oder 1 Million Sekunden, langfristig haben wir dann das genauere und stabile Signal. Das ist unser Ziel und unsere Komponenten sind hier dieses Rubidium Standard, das ist ein PRS-10, meines, wie gesagt, 20-jährig, deshalb auch einigermaßen günstig zu erwerben, ungefähr bei $100. Das sieht in der Praxis wie folgt aus. Hier das Rubidium Standard. Ich habe das auf eine Granitplatte gelegt, um die Temperaturstabilität eine gewisse Hysteresis zu geben und ein riesiges Kühlblech. Man sagt, dass diese Rubidium-Standards in einem Bereich von 40 bis 45 Grad optimal sind und die Lebensdauer dann in diesem Bereich eben auch optimal ist. Ich werde Ihnen zeigen, ich messe diese Temperatur laufend und
vergleiche die, damit das eben stabil ist im Verhältnis zur Umgebungstemperatur. Am Ausgang habe ich hier noch einen 10 MHz Bandpass geschaltet, damit ja keine Oberwellen durchkommen am Ausgang hier zum Frequenzzähler zum Beispiel oder zu einem Distribution Amplifier, also um mein 10 MHz Netzwerk für alle Laborgeräte mit dem gleichen Level zu speisen. Okay, was brauchen wir noch? Das Ganze zusammen, richtig? Hier ist der GPS-Empfänger, das Leo von U-Blox, Leo 5T, ich habe es in China gekauft, kann man ziemlich günstig haben. Natürlich gibt es den M8T, der ist auch etwa für 70 Euro zu haben, aber der Unterschied, ich habe das ausgemessen, der Unterschied ist nicht messbar. Man müsste schon zu den zwei Frequenzempfängern greifen, damit man einen wesentlich Vorteil hat, das habe ich nicht geprüft, könnte mir vorstellen, dass da was zu holen wäre. Aber langfristig gesehen, wir müssen ja so oder so sehr langfristig planen, um das zu synchronisieren, gibt es kaum Unterschiede. Also hier entnehme ich das 1 PPS Signal. Und dieses 1 PPS Signal, das speise ich hier ein. Das heißt, jetzt mein Rubidium wird mit dem PPS Signal synchronisiert, um diese anfangs hier eingeblendete das eingeblendete Verhalten zu erreichen. Okay. Vielleicht noch etwas. Die Referenz, natürlich zuletzt wollen wir ja messen. Ich habe hier ein 53131A zum Messen mit Gates von 0,1, 1 und 10 Sekunden. Meistens wähle ich eine Sekunde, dann habe ich eine Auflösung von 10 hoch minus 11. Das ist sehr, sehr gut und reicht vollständig. Man kann auf 10 Sekunden gehen, aber für bessere Messungen habe ich ja bereits in zwei vorangehenden Videos dargestellt, wie man das machen kann mit einem Dual Mixer oder Single Mixer Methode. Mit einer Single Mixer Methode geht das schon recht ordentlich. Was noch zu sagen ist, die beiden Geräte, also der Frequenzzähler und hier das GPS, sind mit der gleichen Antenne verbunden. Und das ist noch ziemlich wichtig. Also wir haben sowohl die Referenz als auch das PPS-Signal an der gleichen, an derselben Antenne. Die Referenz ist mit einem Leo Botnar erzeugt und dieses Leo Botnar, hier sieht man schön eben, dass es eben nicht nur GPS braucht, sondern eben GNNS. Also es sind dann mehrere Satelliten, nicht nur die GPS-Satelliten, die da zum Zuge kommen. Das sind so die Voraussetzungen. Jetzt gehen wir mal in die richtige Konfiguration. Das ist live jetzt und hier haben wir die Referenz, die für das PPS-Signal und den Zähler dient. Man sieht hier, welche Signale, welche Satelliten hier direkt empfangen werden. Hier auf diesem Bild, Entschuldigung, haben wir Lady Heather. Das ist ein Monitoring-Programm, das ganz gut für U-Blox geht, aber auch für ganz andere Oszillatoren oder GPS-DOs. Und hier sieht man live, dass ich Position Hold habe. Das ist sehr wichtig. Also man braucht eigentlich eben für das Timing keine Navigation, sondern eine fixe Position. Und die fixe Position ermittelt man, indem man während 48 Stunden gemacht, während 48 Stunden alle sichtbaren Satelliten mittelt. Bei mir ist vor allem im Süden der gute Empfang. Im Norden habe ich eine Hügelkette, den Jura, der dann ein bisschen abschirmt. Aber man sieht hier, ich habe 7 bis 8 aktuell Satelliten mit einem sehr guten Empfangssignal. Ich habe vielleicht auch noch zur Einstellung die Elevation auf 18 Grad eingestellt. Wenn man dies tiefer einstellt, zum Beispiel 0, man kann ja 0 einstellen, hat man sehr viel mehr Jitter. Also der Jitter fällt eigentlich bei Elevationen um die 20 Grad und darunter fällt, ist der Jitter viel stärker. Was man hier auch sieht, ist das SAWT, also das Sägezahnverhalten. Es ist bekannt, dass das GPS ein Sägezahnverhalten hat.
man das Signal, wenn man das aufzeichnet, ist wie, wie eine Säge. Und meine Antenne, das ist eine Talisman, die hat einen Sägezahnfilter eingebaut und deshalb habe ich hier 3, 4 Nanosekunden, 2 oder 0 Nanosekunden, also alles unter 5 Nanosekunden habe ich Sägezahn, das ist sehr gut gemäß verschiedenen Messungen. Ich habe die Genauigkeit des PP-Signals, das ist zwischen 1 und 2 Nanosekunden immer, das schwankt ein bisschen hier. 1 und 2 Nanosekunden. Dann habe ich hier noch den Delay. Das ist die Verzögerung. Ich habe ja das Satellitensignal, das kommt bei der Antenne an, aber nicht beim Empfänger. Also habe ich noch ein Kabel dazwischen. Bei mir sind das 5 Meter ungefähr. Und 1 Meter RG58 ist etwa 5 Nanosekunden. Also habe ich hier eine Verzögerung eingegeben von 25 Nanosekunden, damit das ausgeglichen wird. Und jetzt schauen wir an, was dann rauskommt. Also diese zwei Sachen brauche ich nicht. Was ich jetzt mache, ich habe hier Timelapse 1.4, oder spielt keine Rolle, was man hat, und hier kann ich direkt die Frequenz aufzeichnen, die nun aus dem synchronisierten Rubidium Standard herauskommt. Und man sieht dann, ich kann nicht mehr als 1 hoch minus 11 messen, das ist die Genauigkeit meines Zählers in der Einstellungsfrequenz mit Gate einer Sekunde. Und hier sieht man sehr schön, dass ich eine Trendlinie habe, die ist hier gestrichelt, die ist horizontal und das ist das Ziel. Also ich habe jetzt ein stabiles Signal, die Genauigkeit ist bei, oder eine Abweichung von plus 2 hoch minus 11, das ist sehr, sehr klein und hängt mit der Ungenauigkeit des Zählers zusammen. Selbstverständlich sollte man, um solche Messungen auszuführen, sollte man ein Gerät haben, das 10-mal genauer ist als das, was man messen will, habe ich leider nicht. Aber es zeigt doch auf, was man erreichen kann. Und das ist eigentlich jetzt genau das, was wir hier erreichen wollten, im Zusammenhang mit einem stabilen und relativ genauen Signal. Also relativ genau, ich kann das nicht sagen, wie genau es ist, aber es ist stabil. Das zu dem Zusammenspiel zwischen einem GPS oder GNSS mit einem disziplinierten Signal, das ist das PPS, also das Puls per Sekunden Signal, zu einem Rubidium-Oszillator. Das als kleine Einführung, wie man auch ein GPS-DO machen kann mit Einzelteilen, ohne ein komplettes Gerät zu kaufen. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor und bis bald.